heutigen Video bin ich nicht in Delta Lima, sondern in Papa Alpha auf dem Event Militrax in der Nähe von Overlaw. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Der für das Event eingerichtete Parkplatz befindet sich außerhalb von Overlaw. Es ist mit einem Fußweg von rund 1,2 Kilometern zu rechnen. Der Weg führt, wie hier zu sehen, unter anderem durch ein riesiges Waldstück. Am Eingang des Orlogsmuseum Overlaw ist die Ausstellung 1000 Bomben und Granaten zu finden. Wenn ihr euch die Aufnahmen hier anschaut, hat man schnell den Eindruck, dass es durchaus auch mehr als 1000 Bomben und Granaten sein können. Hier zu sehen eine umfangreiche Sammlung diverser Landminen, unter anderem auch Minen, die aus Glas sind. Das hat den Hintergrund, dass mit Metalldetektoren diese Minen kaum bis gar nicht aufzufinden sind. Hier eine Sammlung diverser Fahrräder aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Fahrräder sind alle zu militärischen Zwecken umgerüstet worden. Hier kommen wir jetzt zu dem Bereich in dem Museum, der sich mit der Funk- bzw. Nachrichtentechnik im Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Nachfolgend seht ihr einige Technik sowohl von der deutschen Wehrmacht als auch von den US-Amerikanern bzw. der britischen Armee.
Wer noch eine LV6 abzugeben hat, kann sich sicherlich an das Museum in Overlon wenden. Die Exponate sind überwiegend in einem sehr guten Zustand. Es fällt schnell auf, dass alles sehr gut sortiert, beschriftet, organisiert und vor allen Dingen in einem sehr sauberen Zustand ist. Hier einige Motorradgespanne, unter anderem von der Firma Zündapp. Das Museum kann auch jederzeit außerhalb des Events Militrax besichtigt werden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Exponate befinden sich in mehreren Hallen. Diese sind untereinander mit sehr großzügigen Gängen verbunden.
CQDX, 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 CQ David X-Ray, CQDX, CQDX. So wird das heute wohl nichts. Ich gehe davon aus, dass es sich bei diesem Objekt um eine Seemine handelt. Sollte das nicht korrekt sein, könnt ihr mich in den Kommentaren gerne korrigieren.
hier einige deutsche Geschütze aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Hier ein deutscher Soldat an einem Flugabwehrgeschütz. Nachfolgen nun einige deutsche Panzer. Auch an einer ordentlichen Verpflegung darf es im Krieg natürlich nicht fehlen. Hier ein amerikanischer Sherman-Panzer. Dieser hat schon ziemlich gelitten und ist in einem nicht mehr ganz so guten Zustand. Ihr seht es gleich, dieser hat mindestens einen erheblichen Treffer im Zweiten Weltkrieg abbekommen. Ja, hier das Innere eines Lancaster-Bombers.
Thank you.
wird der Tiger Panzer 1 für ein Abschleppmanöver vorbereitet. Ja, ja. 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 Ja, trotz ausverkaufter Veranstaltung öffnete am Nachmittag noch die Tageskasse. Die Warteschlange am Morgen hatte eine Länge von rund 500 Metern. Die Wartezeit für den Einlass betrug rund 50 Minuten. Am frühen Nachmittag machte ich mich dann wieder auf den Rückweg zum Parkplatz. Hier auch wieder, wie eingangs gezeigt und beschrieben, durch den Wald. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.